Egal, wie ich es drehe und wende. Am Ende klingt es einfach komisch, wenn ich dir ins Gesicht sage, dass du mir wichtig bist, ich gerne Zeit mit dir verbringe, aber jetzt einfach Feierabend ist. Einfach so, weil der Körper das sagt. Ich kann zwar noch arbeiten, Sport machen oder ein völlig neues Hobby starten, aber bitte alles ohne Menschen, bitte alles ohne dich. Genau dafür wurde das Gleichnis der sozialen Batterie erfunden, um uns selbst und anderen zu vermitteln, dass Energie nicht für uns alle gleich funktioniert. Soziale Energie brauchen wir unter anderem, um unter Menschen zu gehen, zu reden, zu lachen, zu streiten. Und wie wir unsere soziale Batterie aufladen, was uns besonders anstrengt und wie wir damit umgehen, hat einen gewaltigen Einfluss auf unser Leben und auf unser Wohlbefinden. Daher kann ich dir nur empfehlen, mindestens einmal in deinem Leben ganz genau nachzuschauen, wie deine persönliche soziale Batterie funktioniert. Falls du schon mal von der Social Battery gehört haben solltest, dann wahrscheinlich im Kontext von Introvertiertheit oder Hochsensibilität. Und darauf gehen wir auch gleich noch ein. Aber leider ist das wie so oft auch zu kurz gegriffen. Denn gefühlt können 100 Dinge beeinflussen, wie du bezüglich sozialer Energie tickst. Psychisch vorbelastet zu sein kann bedeuten, dass du es unter Menschen kaum aushältst. Ein Trauma, eine Störung, sich schon nach wenigen Minuten an einem Raum voller Menschen unwohl zu fühlen, kann ein Fluchtreflex sein. Wenn es dir körperlich nicht gut geht, dann hat das logischerweise auch Einfluss auf das Gemüt und auf deine Energie. Und jetzt will ich sagen, oder du verarbeitest halt Reize anders. Aber das oder wäre auch wieder falsch. Es muss und oder heißen. Denn ja, Reizverarbeitung ist der absolute Topgrund dafür, dass soziale Batterien schneller leer werden. Aber es ist eben doch einfach möglich, dass viele kleine Ursachen vorliegen und zusammenkommen. Ich tue mein Bestes, um dir ein umfängliches Bild zu geben, damit du dich besser einschätzen kannst. Aber am Ende des Tages habe ich keinen Einblick in deine Psyche. Reizverarbeitung bleibt also unser Top-Thema. Das ist in vielerlei Hinsicht auf festem wissenschaftlichen Boden gewachsen. Soll heißen, ein und dasselbe laute Geräusch löst bei einer Person Stress aus und bei der anderen nicht. Da finden ganz unterschiedliche Dinge im Gehirn statt. Das lässt sich messen. Womit wir auch schon mal ganz kurz auf das Ende des Videos schauen, Sätze wie "hab dich mal nicht so" oder "ich komme damit doch auch klar" sind absolut lächerlich, wenn es messbare Unterschiede in der Wahrnehmung gibt. Wenn wir von Menschen umgeben sind, sind da nicht nur Geräusche oder Gerüche, sondern auch soziale Reize. Unsere Körper reagieren auf die Anwesenheit anderer. Wie genau, das ist sonst meist gar nicht so richtig klar. Oder denkst du drüber nach, welches Hirnareal wohl gerade aufleuchtet, weil ein Gespräch so angenehm ist? Oder hinterfragst du sofort, welches Hormon der Star des Abends ist, wenn du dich eingeengt fühlst? Die einfachste Beschreibung rund um die soziale Batterie ist folgende. Extrovertierte Menschen gewinnen Energie, wenn sie mit Menschen Kontakt haben. Und introvertierte Menschen verlieren durch diese Situation Energie. Somit ist exzessives Alleinsein für Extrovertierte sehr belastend. Sie drängen früher oder später wieder unter Menschen. Und ständig sozial sein zu müssen, löst in Introvertierten den Wunsch aus, sich zurückzuziehen. Wie gesagt, das ist sehr vereinfacht dargestellt und niemand ist zu 100% introvertiert oder extrovertiert. Situativer Stress, Krankheiten und auch die Gesellschaft selbst haben nochmal einen großen Einfluss. Aber grundsätzlich musst du erstmal verstehen, dass plötzliche Erschöpfung und der Drang zu gehen sehr wahrscheinlich bedeuten, dass deine soziale Batterie so langsam in den gelben oder gar roten Bereich rutscht. Und das hat direkte Folgen, aber auch langfristige Folgen, die wir wirklich nicht unterschätzen dürfen. Wie genau sich eine leere soziale Batterie oder ein leerer sozialer Akku anfühlen, das ist für jeden anders. Typische Vergleiche klingen in etwa so. Es ist, als wäre man gerade einen Marathon gelaufen, nur ohne Keuchen. Es ist ähnlich wie verkatert sein, aber ohne Übelkeit. Es ist, als würde sich plötzlich ein dicker Nebel über den Raum und über jedes Gespräch legen. Genau wie bei einem Marathon, einem Kater oder bei Nebel, ist es auch bei dieser sozialen Erschöpfung möglich, noch eine Weile weiterzumachen. Aber je länger wir uns pushen, umso mehr Symptome treten auf. Reizbarkeit, Traurigkeit, Konzentrationsprobleme, Müdigkeit, Angst. Wenn das Batteriesymbol irgendwo in der Welt rot blinkt, dann versteht jeder sofort, dass gehandelt werden muss. Das Auto muss in die Werkstatt, das Smartphone muss ans Kabel, und die Batterie in der Fernbedienung muss gewechselt werden. Das ist bei Menschen nicht anders. Der Körper gibt das Signal. Das, was du jetzt gerade machst, halten wir nicht mehr lange aus. Wir müssen was verändern. Klingt dramatisch, oder? In den meisten Fällen passiert überhaupt nichts Schlimmes, wenn wir unsere sozialen Kapazitäten mal ausreizen. Wir werden halt ein bisschen unkonzentriert, tragen nicht mehr so viel zu Gesprächen bei oder bekommen schlechte Laune. Solange wir uns später Zeit nehmen, um die Energie wieder aufzuladen, ist das alles nicht das Ende der Welt, halt nur manchmal echt nervig. Das richtige Problem entsteht erst, wenn das Ausreizen der sozialen Energien zum Dauerzustand wird, wenn du also permanent im roten Bereich unterwegs bist.
dann kommt es nicht selten zu Burnout, Depressionen, Angststörungen oder plötzlichen und extremen sozialen Rückzug. Auch hier gilt, je krasser die Symptome, umso höher die Chance, dass mehrere Ursachen vorliegen. Aber wenn wir nicht auf unseren Körper hören, dann zahlen wir immer den Preis. Und wenn sich hochsensible, introvertierte oder psychisch vorbelastete Menschen ständig sozialer geben, als ihnen gut tut, dann folgt mindestens mal das Gefühl der Überforderung. Hast du nach einer gewissen Zeit in der Gesellschaft andere immer das Bedürfnis, auch mal wieder für dich zu sein? Dann hast du wohl eine soziale Batterie, die sich nach und nach entlädt. Super, haben wir jetzt festgestellt. Was jetzt? Jetzt gucken wir auf zwei wichtige Methoden, um die soziale Batterie als Teil unseres Lebens zu akzeptieren. Wir beginnen damit, die Social Battery besser zu schützen. Soll heißen, wir müssen herausfinden, was sie besonders schnell leer werden lässt. Beispiel Nummer 1, zu viele Menschen. Manchmal ist das Problem einfach, dass du zu viele Menschen auf einmal triffst. Bist du jemand, der tiefgründige Gespräche liebt und sich auf einen Gesprächspartner konzentrieren will? Naja, was machst du dann auf lauten Partys? Die Lösung ist in diesem Fall einfach, häufiger die Situation heraufzubeschwören, in denen du dich wohler fühlst. Einerseits kannst du darum bitten, Freunde einzeln oder in kleinen Gruppen zu treffen. Ich kann da für mich aber auch sagen, dass einige der schönsten Konversationen meines Lebens abseits des Trubels stattgefunden haben. Wenn alle laut sind und grölen und trinken und durcheinander reden und man selbst mit jemandem in der Ecke sitzt oder vor der Haustür und in einer ganz anderen Welt zu sein scheint. Beispiel 2. Fordernde Menschen. Manche Menschen verlangen dir einfach mehr ab als andere. Keine Ahnung, ob dir das schon so richtig bewusst ist oder nicht. Aber selbst unter unseren Liebsten gibt es die Leute, mit denen die Zeit fliegt und alles locker ist, und diejenigen, die immer irgendein Drama haben, unter Spannung stehen oder keine Ruhe aufkommen lassen. Die Lösung ist einfach, dir vorher darüber im Klaren zu sein, dass diese Menschen dich mehr Energie kosten werden. Triff sie nicht am Ende eines ohnehin schon langen Tages. Schieb sie nicht zwischen andere Termine. Und plane fest ein, danach auch wieder zur Ruhe kommen zu müssen. Das sind keine schlechten Menschen. Sie wirken nur anders auf dich und deine Psyche. Beispiel 3. Toxische Menschen. Wenn ich gute Menschen anspreche, die ein wenig anstrengen, dann muss ich auch schlechte Menschen ansprechen, die sehr anstrengen. Das kann ich unmöglich in diesem Video hier aufarbeiten, aber toxische Menschen sind pures Gift für dich, wenn du deinen sozialen Haushalt auf die Reihe kriegen willst. Ob sie nun lügen, betrügen, einfordern oder verletzen, das sind echte Energievampire. Solche Menschen kannst du nur loswerden. Ich weiß, leichter gesagt als getan. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Das wird dir auch jeder sagen, der so jemanden schon mal aus seinem Leben verbannt hat. Und mein wichtigster Hinweis bei solchen Konflikten ist sowieso immer, wenn du all die Energie nimmst, die so eine toxische Person von dir bekommt, und sie woanders hinleitest, was kann daraus dann wachsen? Hui, harter Tobak, ich weiß. Zurück zum Programm und zu Beispiel Nummer 4. Manchmal sind es nicht die Menschen selbst, die zu Energieräubern werden, sondern du unternimmst einfach die falschen Dinge. Clubpartys, Extremsport oder Wettkämpfe sind logischerweise ganz andere soziale Situationen als Gartenpartys, Spaziergänge oder Filmabende. Wenn du also Menschen in deinem Leben liebst und sie auch behalten willst, aber gleichzeitig deine soziale Batterie schützen willst, musst du halt an anderen Stellschrauben drehen. Und entspanntere Umgebungen sind da ein ziemlich guter Anfang. Beispiel Nummer 5. Der falsche Zeitpunkt. Was mir bei Artikeln und Videos rund um die Social Battery immer wieder zu kurz kommt, ist ein lächerlich einfacher Faktor. Timing. Als Nachteule solltest du deine Liebsten abends treffen. Als Lerche tun dir solche späten Treffen wahrscheinlich gar nicht gut. Und bist du eher vom Typ alle Termine abarbeiten und dann Füße hoch? Oder doch eher zwischen den Terminen kurz Auszeiten gönnen? Ich fühle mich immer etwas blöde, wenn ich so einfache Dinge sage, aber wir ticken nun mal alle verschieden. Und da viele von uns erst einmal alles mitmachen, was wir so in der Kindheit gelernt haben oder was das soziale Umfeld so vorgibt, müssen wir vieles erst hinterfragen. Und wann, wie oft und wie lange du unter Menschen gehst und dabei noch Freude spürst, ist allein dein Ding. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Oh, und zu einem noch viel, viel individuelleren Part. Denn meine Güte, es gibt unglaublich viele Wege, die soziale Batterie wieder aufzuladen. Und das sind sehr gute Nachrichten. Denn leider können wir nicht immer auf unsere soziale Batterie Acht geben. All die Tipps, die ich dir hier so vorschlage, können völlig wertlos werden, wenn das Leben dazwischen kommt. Aber dafür gibt es ja diesen zweiten Ansatz. Die verlorene Energie wieder zurückgewinnen. Die eine Sache, die wohl für die überwiegende Mehrheit der introvertierten und hochsensiblen Menschen funktioniert? Ab in die Natur. Und seien wir ehrlich, das ist nicht nur ein Tipp für die sensibleren oder ruhigeren Menschen.
Eine Verbindung zur wortwörtlichen Umwelt zu spüren, ist nachweislich wichtig für die mentale und körperliche Gesundheit. Schon ein 20-Minuten-Spaziergang im Wald hat, nun, ich will nicht heilende Kräfte sagen, das klingt immer nicht ganz so seriös. Aber zum Aufladen der sozialen Batterie ist das ideal. Eine andere für viele umsetzbare Option, eine kleine Stubenhocker-Olympiade veranstalten. Viel Zeit im Bett, der Küche, vor dem Fernseher, vielleicht unter der Dusche oder der Badewanne verbringen. Vielleicht mal das Fenster öffnen? Wenn es ganz wild werden soll, vielleicht nochmal die Tür öffnen, um die Pizza entgegenzunehmen. Dafür braucht es natürlich eine leere Wohnung. Für Menschen mit Mitbewohnern, dazu zählen Mitbewohner zum Mieteteilen, genauso wie die kleinen Nichtzahler, die man Kinder nennt, ist das keine Selbstverständlichkeit, das ist mir auch klar. Aber wenn du nur für ein paar Stunden am Samstag bei Vollmond hast, dann nimm dir auch die und genieße sie richtig. Plane diese Zeit für dich ein. Und dann gibt's natürlich noch viele kleine Maßnahmen. Ein Spaziergang in der Mittagspause, Kopfhörer beim Arbeiten, Sport machen, mit dem Haustier kuscheln. Ergänze doch mal in den Kommentaren, was bei dir immer klappt. Vielleicht lernt ja der eine oder andere eine neue Methode kennen. Wichtig ist erstmal dir zu merken, dass du deine Batterie mehr laden musst, wenn sie stärker beansprucht wird. Und ja, das heißt auch, Zeit für dich immer mal wieder anzupassen. Mal braucht es mehr, mal braucht es weniger. Viele von uns haben leider nie gelernt oder haben es wieder verlernt, da intuitiv auf uns Rücksicht zu nehmen. Okay, wir wissen nun, was die soziale Batterie ist, was sie beeinflusst und wie wir besser mit ihr haushalten. Das war's dann doch, oder? Nein, noch nicht ganz. Denn wir sind ja nicht allein auf der Welt. Andere Menschen haben auch soziale Akkus, die möglicherweise ganz anders funktionieren. Zum einen möchte ich dir daher mitgeben, dass wir manchmal ziemlich heuchlerisch sein können. Zumindest ist mir das passiert. Wenn bei jemand anderem offensichtlich die Luft raus war, habe ich das nicht bemerkt oder nicht ernst genommen. Da kommt so ein bisschen der Trugschluss zustande, dass ich, als jemand, der sehr viel Zeit allein und zum Auftanken braucht, ja sicherlich schon das Extrembeispiel bin. Aber manchmal bin ich eben doch besser darin, aufgeweckt und aktiv zu sein als meine Mitmenschen, weil sie noch sensibler auf Reize reagieren oder vielleicht eine stressige Phase im Leben durchlaufen. Also Augen offen halten und Rücksicht nehmen. Denn du willst ja auch, dass deine sozialen Bedürfnisse respektiert werden, oder? Dafür müssen wir aber erstmal den Mund aufmachen. Naja, eigentlich müssen wir erst einmal verstehen, was uns gut tut und was nicht. Aber danach müssen wir halt mit unserem sozialen Umfeld auch sprechen. Typische Konfliktsituationen entstehen beispielsweise in Freundschaften oder in romantischen Beziehungen. Wenn eine Person unglaublich viel gemeinsame Zeit und Nähe braucht, dann kann sie sich ziemlich schnell vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn du dich einfach zurückziehst. Und das wird nur noch schlimmer, wenn dir peinlich ist, dass du Ruhe brauchst. Leider sehe ich das halt immer wieder. Um das Tempo und den Lebensstil der anderen mitzugehen, machen sich Menschen kaputt. Und wenn dann einfach nichts mehr geht, machen sie dicht. Logisch, dass sich andere da schlecht behandelt fühlen, oder? Also müssen wir erklären, wieso wir mehr Zeit für uns brauchen. Und vor allem müssen wir erklären, dass das überhaupt nicht abwertend gemeint ist. Ganz, ganz viele introvertierte und hochsensible Menschen brauchen selbst von ihren allerliebsten Lieblingsmenschen mal eine Pause. Sie würden sich für sie vor eine Kugel werfen, ihnen die Welt zu Füßen legen oder eine Niere spenden. Aber hin und wieder mal allein zu sein, bleibt einfach ein Grundbedürfnis. Die schlechte Nachricht ist, dass es immer Menschen geben wird, die das nicht hören wollen. Du kannst ihnen mit Wissenschaft, Empathie und Gesprächsbereitschaft entgegenkommen und sie schütteln den Kopf und nennen dich zu empfindlich oder sogar krank. Die gute Nachricht ist, dass Aufklärung wirkt. Immer mehr Menschen verstehen, dass Menschen sind verschieden, nicht nur bedeutet, dass wir anders über Fußball oder Käsesorten denken, sondern wirklich verschieden veranlagt sind. Und sie verstehen, dass diese Vielfältigkeit gut ist. Man muss sie nur verstehen. Diesen süßen Pin habe ich online gefunden und tatsächlich weisen die Bewertungen darauf hin, dass so auch Gespräche entstehen. Diese Tasse hier habe ich zu Hause und zeige sie immer mal in dem einen oder anderen Video. Je mehr Menschen über die soziale Batterie Bescheid wissen, umso besser. Dafür kannst du entweder dieses Video mit anderen teilen oder vielleicht einen passenden Artikel. Oder du suchst halt das persönliche Gespräch. Das ist eigentlich immer interessant, da Menschen entweder einen Aha-Moment für sich selbst haben oder ihre Mitmenschen anschließend besser verstehen.